Nationalsozialisten haben während des Zweiten Weltkriegs in ganz Europa Kunst- und Kulturschätze geraubt und haben sie hier nach Aldaussee gebracht. Bombensichere Einlagerung, über uns sind über 100 Meter Fels, also keine Fliegerbombe kann hier Schaden anrichten. Das hier ist das sogenannte Springerwerk, ist einer von 8 Lagerhallen mit 40.000 Quadratmeter Lagerfläche, gesamt alle 8 Werke. Und die wurden ausgebaut und Europas Kunst, Werke von Vermeer, Rembrandt, Michelangelo, Genter Altar, Münzsammlungen, Schmucksammlungen, einer der größten Kunstschätze, die je an einem Ort gelagert waren, waren hier in Aldaussee im Salzbergwerk untergebracht. Kurz vor Kriegsende gab es einen Befehl, dieses Bergwerk zu sprengen und die ganze Kunst zu vernichten. Sie sollte nicht in Feindeshalt fallen. Und aus diesem Grund hat man 8 große Kisten hereingebracht mit der Aufschrift Vorsicht, Marmor nicht stürzen. Drinnen war jeweils eine 500 Kilo Fliegerbombe. Die Bergmänner sind neugierig geworden, haben nachgesehen und haben die Bomben gefunden, haben die Salinenleitung informiert. Und gemeinsam wurde der Plan geschmiedet, diese Bomben aus dem Berg zu bringen. Das wurde in der Nacht vom 4. auf 5. Mai unter Lebensgefahr durchgeführt und nur die Eingänge zugesprengt. Somit war Europas Kunstschatz gerettet und die Amerikaner sind genau am 8. Mai zu Kriegsende hierher gekommen. Von hier wurden die Kunstwerke nach München gebracht. Da gab es einen Central Collecting Point for Stolen Art und von dort aus hat man versucht, die Eigentümer wiederzufinden.